Clown, du hast deine Stellung verloren. Sieh dich nach einer anderen um. Zogst die Politik lang genug an den Ohren. Dummer August, sei nicht länger dumm. Sieh, wie arm wird an Späßen die Liste. Alles schon abgetretener Samt. Pack deine rote Nase in die Zigarrenkiste. Lacht keiner mehr übers Aus, übers Aus, übers Aus, übers Aus, Wärtje Amt. In den Klischees hausen die Motten und bringen nicht die großen Sujets auf die kleinen Varietés. Sie sind zu hart gesotten. Spötter, Spötter, Spötter. Es gibt nichts mehr zum Spotten. Spötterdämmerung kommt auf leisen Sohlen aus der Belämmerung. Ist kein Witz zu holen, nur weil du nicht feig wächst noch kein grüner Zweig. Oh, du dummer Augustin, sei ein lieber Augustin. Spötterdämmerung, es gibt nichts mehr zum Spotten. Herr Holländer, das sagen Sie im Text zu einem Ihrer vielen Chansons, die Sie für das Kabarett geschrieben haben. Was gab den Anstoß für diese eher etwas resignierende Betrachtung des Witzes im heutigen Kabarett? Ich erkannte, dass die Clowns ausgespielt hatten. Speziell die politischen Clowns. Es gab nichts mehr zum Lachen, nichts mehr zum Bespötteln. Die Innenpolitik war schon so abgegriffen, dass man die Worte der Politiker schon nicht mehr hören konnte. Man brauchte ja eigentlich nur einen Namen zu nennen, da war schon das Gelächter da. Man brauchte gar kein Chanson oder Witz drüber zu machen. Und die Außenpolitik und das Ganze, was mit der Welt zusammenhängt, da ist also nun nicht ein einziger Lacher drin. Schon damals nicht gewesen und heute weniger als je. Herr Holländer, Sie haben Musik komponiert, Sie haben Kabaretttexte und Bücher geschrieben. Als was sehen Sie sich heute? Als Komponist, als Texter oder als Romancier? Das ist also wirklich eine Gretchenfrage. Ich weiß es auch nicht. Ich will Ihnen was sagen, wie ich ein Kind war. Und schon also so eine Art Wunderkind, was mein Vater gehasst hat, aber es wurde immer gesagt. Da war mein Traum eigentlich, ein Musical-Clown zu werden später im Leben. Weil ich das auch als Kind sehr oft gemacht habe. Ich habe mich da ans Klavier gesetzt und habe irgendwas Klassisches gespielt und dabei bin ich unvermutet, wie das Publikum dachte, durch den Aufprall eines Akkordes vom Stuhl geflogen auf die Erde, habe mich wieder erhoben, habe was Komisches dazwischen gespielt, also alles so, was ein Music-Clown eigentlich machen würde, so in seinen Anfängen. Der Music-Clown sind Sie vielleicht nicht geworden, aber doch der literarisch-satirische Clown mit Musik. Was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass ich nichts davon so ganz furchtbar tierisch ernst nehme, dass ich nur sagen kann, wo ich mich momentan am glücklichsten fühle. Und das ist eben in Nichtmusik, weil ich zu viel Musik gemacht habe scheinbar und von dem Lärm, den die Musik erzeugt und von Tonbandaufnahmen und so weiter, einfach die Nase voll habe. Ich habe es furchtbar gerne, wenn die Feder übers Papier geht, noch dazu einen Filzschreiber, der also überhaupt keinen Laut mehr von sich gibt. Eine Ihrer neuesten lautlosen Schreibarbeiten ist der Roman Ich starb an einem Dienstag. Was meint dieser Titel? Es kann sich nur selbst erklären als Buch. Ich kann es selber nicht erklären. Es ist der, also im besten Falle könnte ich sagen, es ist so, dass ich sage, man stirbt nicht einfach bums, weg. Sondern von einem gewissen Tage an fängt man an zu sterben. Und dann stirbt man und stirbt man und stirbt man und stirbt man. Das ist meine Auffassung, wenigstens in diesem Buch. Und also Verlust von Illusionen, Verlust von dem, Verlust von jenem, immer bleibt was liegen, immer bröckelt mehr. Es ist nicht wahr, dass man bums stirbt. Es kommt einem nur so vor. Es ist nur der letzte Strohhalm auf dem Rücken des Kamels, unter dem das Kamel zusammenbricht. Darf ich es dabei belassen?
Nochmal Thema Kabarett. Gab es in den 20er Jahren und davor auch diese Dreiteilung in politisches, erotisches und literarisches Kabarett? Das gab es überhaupt nicht. Es gab nur die sogenannte große Revue, also mit großer Ausstattung, mit großen Leuten, mit Riesenballett, mit Chor, wie Sie wollen, sehr auf Fleisch eingestellt, auf Optisches. Und dessen Vertreter, also diese Gattung, deren Vertreter auch mein Vater war. Ich war der, also die großen Metropolrevuen geschrieben hat. Die waren also sehr elegant, das Gespräch von Berlin. Und sehr opulent. Der Kronprinz kam oft, was wollen Sie? Es war ein Ereignis, verstehen Sie? Es war, also wenn Sie wollen, erotische Revue. Aber auch das ist ein bisschen zu begrenzt. Es war eben Revue, wie man sie da kannte. Als ich dann selber Revue machte, gab ich meiner ersten Revue, die hieß Laterna Magica, bewusst den Untertitel auch eine Revue, wo ich also statt Fleisch oder mindestens neben dem Fleisch versuchte, den Geist nun mal in den Vordergrund zu bringen. Eine bewusste Abkehr von der sogenannten opulenten Revue, die sowieso sich in dieser Zeit, also das ist ja 1929 oder so, schon zu Ende gelaufen hatte eigentlich. Immer noch existierte, aber schon so krabbelte mehr als lief. Natürlich wartet man auf ein Gespräch über Marlene Dietrich und den blauen Engel. Der Senior mit dem Bart durch den Tisch. Wie kam Marlene Dietrich zur Rolle der Lola in diesem Film? Ursprünglich war sie doch gar nicht dafür vorgesehen. Nein, überhaupt nicht, in keiner Weise. Die Vorgeschichte ist sogar ulkig, wenn Sie wollen, dass ich sie erzähle. Die ist insofern ulkig. Eine berühmte Schauspielerin, heute noch berühmt, Luzi Mannheim, rief mich eines Tages an, sagt, ich bin furchtbar aufgeregt. Hier ist ein Regisseur, der große Regisseur Sternberg. Wann Sternberg? Sagte, wann? Also wann? Sagt sie, nein, wann mit V. Ist also hier und sucht für den Professor Unrat, für diesen Film, sucht er die Hauptrolle. Und ich habe eine große Möglichkeit, ich soll davor singen, würdest du mich begleiten nach der Ufer raus und nur spielen ein bisschen, dass ich ein paar Chansons von dir vormache, dass der mich kennenlernt. Also ganz harter Schnitt, ich spiele vor, Sternberg setzt sich zum Klavier, hört mir zu, jene steht oben und zerfärtelt sich und der guckt gar nicht hin oder nur so ein bisschen. Und der Schluss davon war, dass die Mannheim nicht genommen wurde, aber ich wurde genommen, die Musik zu schreiben und die Texte. Und dann habe ich also dem Sternberg die Dietrich empfohlen, die kleine Schauspielerin war damals. Aber sie spielte gerade zufällig und habe ich gesagt, da gehen Sie rein. Da müssen Sie ansehen. Und er war sehr beeindruckt und fühlte plötzlich, das ist sie. Aber ich durfte noch nichts verraten. Und eines Abends war ich in einem dieser Berliner Bistros, die hieß die Silhouette. Und in dieser Silhouette saß die Dietrich. Und guckte mich immer an, weiß ich schon irgendwas? Und da bin ich, konnte es nicht über mich bringen. Ich bin zu ihr gegangen, hab sie ins Ohr getuschelt, hab gesagt, du bist drin. Und dann wurde Sekt bestellt. Ich weiß nur noch, der Rest war alles, war Silhouette. Berühmtes Chanson aus dem berühmten Film Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Wie kam es dazu? Das war sehr seltsam, weil es war ja also nur als Schimmel gedacht. Als ich es anbrachte. Das heißt, ein Schimmel ist in unserer Sprache des Schlagers ein Irgendwie-Text, damit man nur es vorsingen kann. Und dann sagt also, jetzt werde ich den richtigen Text schreiben. Und so hatte ich das auch annonciert und vorgespielt, dem Producer Pommer und Jannings und so weiter. Und alle, die rumstanden. Und da, wie ich fertig war, sagte, was heißt hier Schimmel, sagte Jannings. Das ist er. Und so ist es geblieben. Und dass dieser müde Schimmel da um die ganze Welt getrabt ist, das war für mich eine solche Überraschung. Ich wusste es auch selber nicht, sondern ein Verleger sprach mich auf dem Kurfürstendamm an und sagte, wissen Sie eigentlich, dass Ihr Lied ein Welterfolg geworden ist? Das konnte ich gar nicht fassen. Und es hat mich natürlich beeinflusst, aber wie weit es mich beeinflusst hat, es hat mich sehr stolz gemacht natürlich, wollen wir mal sagen, und es hat auch eine Menge Geld gebracht. Das längst ausgegeben ist. Längst. Insofern also beeinflusst. Ich würde nur sagen, es hat mich nicht etwa in mein Talent bestärkt, denn im Gegenteil, das war ja wirklich nur ein Ulk-Versuch, dieser Text. Haben Sie nach dem Blauen Engel mit der Dietrich noch andere Filme in Berlin gemacht?
Nein, nicht. Sie war ja nicht mal zur Premiere hier. Da war sie schon abgereist nach Amerika. Das war schon alles hinter dem Rücken der UFA geschehen. Und wie das Festbankett war, fehlte sie. Sie war schon auf dem Schiff. Und hat schon in Amerika angefangen. Ich habe erst dort wieder mit ihr gearbeitet. Mhm. Sie nannten vorhin den Namen Emil Jannings, der im Blauen Engel den Professor Unrat spielte. Jannings. Mit Jannings hatten Sie ja schon mehrfach zusammengearbeitet. Ja. Wir hatten verschiedene Filme gemacht. Und diese Sache mit Jannings und der Dietrich war ja auch ein interessanter Fall, wenn ich den erwähnen soll. Mhm. Wie die ersten Rushes kamen, also wie sagt man sagen, Muster kam. Die Dietrich durfte nicht mit rein, sie war eine Anfängerin, obwohl sie die Hauptrolle spielte. Und aber Jannings saß drin und ich war drin und natürlich Sternberg. Und es wurde immer klarer, dass die Dietrich scheinbar ihn überflügelte irgendwie. Irgendwie. Er natürlich, der merkte das am stärksten. Es ist unvergesslich, wie er aufstand, mittendrin. Und so machte zu der Vorführung Schluss und sagte, so, die erwürge ich. Jeder wusste, was gemeint war und hat also gebührend gelacht. Nächsten Tag war Aufnahme. Und zwar war die Aufnahme, wo merkwürdigerweise der Professor Unrat, die wirkt, verstehen Sie? Und ziemlich kräftig wirkt. Also sehr gut aussehen, wenigstens als ob. Es sah so gut aus, dass nicht weiter gedreht werden konnte, weil die Hände, die Finger waren. Also zu sehen, verstehen Sie? So hat er zugedrückt. Er wäre also, wir hatten alle Angst, dass er wirklich nicht mehr loslässt. In der Rage, verstehen Sie? Es war Totenstille und alles wurde mitgedreht, natürlich. Aber dann schließlich hat er sie doch, und sie fiel einfach in sich zusammen. Sie hätte ebenso gut auch tot sein können. Man wusste das gar nicht. Dann wurde abgebrochen. Sie war also nicht tot, aber es waren diese Fingerabdrücke. Mhm. So deutlich, dass also jetzt 14 Tage unterbrochen werden musste, bis das nicht mehr zu sehen war. Er hat es wirklich gemeint, verstehen Sie? Ob er es ganz ernst gemeint hat oder ob er plötzlich ein Wahn über ihn gekommen war, ich weiß es nicht jedenfalls. Es war ein erschreckender Moment. Und sie hat ihn ja auch irgendwie überflügelt in dem Film. Er hatte schon das richtige Gefühl. Obwohl, wenn ich den Film heute, Gott behüte, wieder sehen muss, dann sehe ich doch, wie gut Jannings auch gewesen ist. Es war ein bisschen ungerecht. Aber sie war neu, nicht wahr? Mhm. Sie war neu und sie sah so, also zum ersten Mal gab es das Wort sexy, hieß aber noch anders, nicht? Vampy oder irgendwie, sah sie halt so aus, dass das Publikum also auf sie angesprungen ist. Entschuldige mich, wenn ich hier ins Plaudern gerate, aber eins zieht so das andere nach sich. In der Richtung liegt auch ein sehr schöner Ausbruch eines Kameramanns. Hallo, Kameramann. Die Dietrich wurde also mal wieder bei einem Comeback, bekam wieder ein Comeback. Sie war also nicht die Jüngste mehr, aber sie war doch noch, nicht wahr, für Comeback gut. Und der Kameramann, der sie fotografierte, der hatte sie in allen Filmen fotografiert und hat sich also große Mühe gegeben und so. Und dann wurden also die täglichen, was man so sieht, Rushes nennt man das in Amerika, ist deutsche Wort, fehlt mir im Moment, gezeigt. Marlene Dietrich drehte sich zu dem Kameramann um und sagte zu ihm, Sam, oder wie hieß, ich weiß es nicht mehr, berühmter Kameramann, du hast mich aber nicht so schön fotografiert wie so die letzten Male. Da sagte auch Marlene, weißt du, ich bin halt ein bisschen älter geworden. Marlene Dietrich ist natürlich ein Thema, nicht? Sie sagten, Moonlight and Shadows war ihr erster Hit. In Amerika. Ja. War denn damals noch nicht der Blaue Engel? Ja, ich spreche von erster dort gemachter. Also, nicht wahr? Also der erste Durchbruch ins Amerikanische, nicht wahr? Denn Kopf ist Fuß kann man auch in der englischen Übersetzung nicht durchaus amerikanisch im Stil nennen, nicht wahr? Während ich hier nun also machen musste, was hier gefällt. Und hatte den Erfolg damit, erstaunlicherweise. Ich habe mich ziemlich rasch an diese Ausdrucksweise gewöhnt, an die musikalische, und wusste nun doch, wo Hits sind. Und habe dann noch welche geschrieben. Bitte schön, ich will mich nicht berühmen. Ich will nur dokumentarisch nehmen. Der Blaue Engel. Ähnlicher Titel, anderer Film. Wir sind keine Engel. Amerikanischer Film, ja. Ein sehr lustiger Film. Ich habe da aber nur Illustrationsmusik geschrieben, nicht wahr?
eine meiner vielen Illustrationsmusiken. Was ich also heute auch für veraltet finde, dieses viele Untermalen in Filmen, kommt mir vor wie aus dem Mittelalter, wissen Sie? Nichts darf mehr sein, ohne dass es musikalisch ausgedeutet wird. Selbst wenn man unterbrechen muss, weil irgendjemand sagen muss, guten Morgen. Nicht, das muss ja gehört werden, sonst ist der Autor böse, der Regisseur böse, da muss also die Musik einen eleganten Schluss machen. Da, da, bum, bum, bum. Guten Morgen, dann darf es weitergehen. Dann darf auch die Eingebung weitergehen. Nicht? Das ist also alles vieux jeu. Es war ein netter Film, es war einer der vielen, die ich da gemacht habe. Noch ein Film, Sabrina, ja, mit Audrey Hepburn. Ja, ein Billy Wilder Film. Da haben Sie auch die Musik dazu gemacht. Wer spielte da noch mit? Ich glaube, William Holden. Und sogar dieser, der sonst nur Verbrecher spielt. Wie heißt er denn? Der Tiger, wissen Sie? Der war so schlecht. Humphrey Bogart. Gesehen Namen. Apropos Namen, Billy Wilder und Ernst Lubitsch, da waren Sie auch nicht ganz unbeteiligt. Nein, im Gegenteil. Ich habe es wirklich die beiden zusammengebracht. Obwohl sie zunächst beide in Berlin arbeiteten, aber sich nicht kannten. Und es bedurfte des kleinen Abstechers nach Hollywood, um die beiden mal zusammenzubringen, was ich dann noch tat. Ich brachte also den Billy Wilder, der noch nichts da gemacht hatte in Hollywood, ins Büro von Lubitsch, den ich länger kannte und mit dem ich schon gearbeitet hatte, und sagte, Sie müssen sich einmal anhören, was der so auf der Pfanne hat. Und da legte Billy los und erfand tatsächlich im Augenblick ein oder zwei oder auch drei Filmstories aus dem Stegreif, nicht wahr? Mit sehr viel Einzelheiten, mit sehr viel Facetten und Aspekten und so. Lubitsch war sprachlos, vollkommen sprachlos, und engagierte ihn sofort, und er schrieb dann Ninotchka. Erste Zusammenarbeit von den beiden, und es sind da noch viele gefolgt. Ne? Aber ich bin heute noch sehr froh darüber, dass ich die beiden zusammengebracht habe, die eigentlich sehr zusammengehören, nicht? Im Witz und in der Eleganz der Erotik, filmisch gesehen. Wir sprachen vom Kabarett in Amerika, in Hollywood. Wie lang ging das mit dem Kabarett? Das ging, ich würde sagen, ein Jahr. Und das Interessante war, dass nach 3 Monaten dieses Kabarett ich plötzlich ein Angebot bekam. Und zwar, lachen Sie jetzt nicht, als Regisseur. Beim Film. Hm. Bei RKO, also RKO. Und zwar die Musik dazu zu schreiben und den Film auch zu inszenieren. Ich glaube, es waren für 3 Monate, mal zunächst mit Option. Ich nahm natürlich an, ohne zu wissen, was mir da bevorsteht. Und es stand mir wirklich das Unglaublichste bevor, was man sich denken kann. Denn was ich inszenieren musste, war, halten Sie sich jetzt fest, ein Western. Also bitte, der jüdische Emigrant, in London geboren, ausgewandert, nach Amerika schließlich, um dort ein Western zu inszenieren. Das mir so fremd war, wie es eben war, nicht? Gar nicht in meinem Stil, aber ich habe es gemacht. Bullets and Ballads hieß das. Und mit Überfall, wissen Sie, mit solcher Kutsche, die gewöhnliche Sache, nicht? Und berauben die Kutsche, und dann ein richtiger Brawler, so ein richtiger Handgemenge im Saloon, mit Flaschen auf den Kopf schlagen, wie alles inszeniert. Ging auch. Es ging ja vorher schon mal. Sie haben doch auch für die UFA einen Film als Regisseur inszeniert. Ah ja. Ich und die Kaiserin hieß der Film, mit Lilian Harvey und Charles Boyer. Ja, es war noch viel mehr dabei, denn es war in 3 Versionen. Ich habe das in 3 Versionen drehen müssen für die UFA. Mhm. In Deutsch, Englisch und Französisch. Die Harvey spielte alle 3 Rollen durch, weil sie alle 3 Sprachen kannte. Der deutsche Hauptheld war Konrad Veit, der keine der anderen Sprachen wusste. So wurde er also, wurde es neu aufgenommen, und zwar mit Boyer für Frankreich und mit, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr, wer es war. So unvorbereitet ist man einfach nicht, das Archiv blättert sich nicht auf, nicht wahr? Aber jedenfalls, Sie haben vollkommen recht, und ein anderer Schauspieler in der deutschen Version war Rühmann,
ganz jung, blutjung, der also in der französischen Version spielte das Brasseur, auch blutjung, unbekannt und wunderbar. Und in der englischen spielte es ein berühmter Schauspieler der Shakespeare-Bühne, Evans. Also er spielt heute noch, ich habe ihn neulich im Fernsehen gesehen als alter Mann. Und das erinnerte mich daran, ich sagte, Gott, ist der alt geworden. Und das ist eine Sache, die, darf ich das erzählen? Die Sandrock, die berühmte Allee de Sandrock, die ja allen bekannt ist, die hat in ihrem Alter, sie hat ja sowieso immer gesprochen wie ein alter General, nicht wahr? Erfahren, dass ihr früherer Liebhaber, der Molnar, der Schriftsteller, im Publikum sitzt. Und sie raste an dieses Guckloch beim Vorhang und sagte, wo, ich sehe nicht. Und sie sagen, fünfte Reihe, der dritte von rechts. Und sie guckt da durch und sagt, Gott, ist der alt geworden. In den 50er Jahren haben Sie eine ganze Reihe von Kabarettrevuen in München gemacht. Für eine dieser Revuen schrieben Sie das Chanson Stroganow. Ich schrieb für die Kohlmann für die Kleine Freiheit eine neue Revue, die hieß Es ist angerichtet. Es spielte in einem imaginären Restaurant und hatte auch eigentlich im Hinterzimmer eine Hexenküche, die ich brauchte, um die Zeit zu glossieren. Die kam immer wieder rein und zeigte, dass eigentlich dieses Restaurant ein Hexenrestaurant ist. Und also alles, was mit Küche zu tun hat und mit Essen, kam in diesem Restaurant und in dieser Revue vor. Und da machte ich also ein Chanson, die Entstehung, mir kam der Gedanke, wie ist dieses Filet Stroganow eigentlich entstanden? Das ist so ein so sonderbares Gericht, und habe etwas erfunden, wie das entstanden sein könnte. Da habe eine ganze Ballade darüber geschrieben. Ich mache es Ihnen vielleicht dann mal vor. Es ist vielleicht besser, dass Sie sehen, was ich meine. Es ist natürlich vollkommen erstunken und erlogen, diese Erfindung des Filets. Aber es könnte so gewesen sein. Stroganow, ein Großfürst einst am Zarenhof, wo sonst, war ein eifersüchtiger Gatte, der in Omsk, gleich bei Imsk, um die Ecke rum von Omsk, ein großes Gut, was für ein Gut, so ein Gut, na schon gut, kurz und gut, ein Gut von 1000 Seelen hatte. Wieso Seelen? Lass sie mich erzählen, das ist russisch, echt russisch, jeder Russe, der erzählen, was weiß ich, hei, hei. Und auf dem Gut, seinem Gut, da in Omsk, gleich bei Imsk, um die Ecke rum von Omsk, lebte auch seine schöne Frau. Wo sonst? Und dass sie schön war, wusste er. Und außerdem noch Pjotrow und Krotzkow und Rotzkow und Schutzkinow und Strutzkinow und ganz besonders Mutschkinow. Ziemlich viele wussten dieses ziemlich gut von dem Gut. Ist das gut? Gar nicht gut. Aber echt so russisch, hei, hei. Stroganow hat viel zu tun am Zarenhof, wo sonst. Und zu Haus bleibt seine Schuschka, bleibt in Omsk, gleich bei Imsk, um die Ecke rum von Omsk. Nicht viel los da in Omsk, nicht in Imsk und nicht in Omsk. Ganzen Tag liegt sie im Bett, das arme Mütterchen. Wieso Mütterchen, fragen Sie Tolstoi, das ist russisch, echt russisch. Jeder Russe ist ein Mütterchen, was weiß ich, ei, ei. Doch auf dem Gut, dem Nachbargut, nicht in Omsk und nicht in Omsk, bisschen weiter weg in Imsk, lebt besagter Schmutschkinow, ein Schwein. Und eines Tages spannte er vor seinen Schlitten die schwarze Stute Straßenucha, die braune Stute Straßenucha und Vlasnucha und Jasnucha und vorneweg noch Prasnucha. Und er knallte mit der Peitsche und fuhr stracks so schön Schuschka auf das Gut. Ist das gut? Gar nicht gut. Aber echt so russisch, hei, hei. Ach, leider geniegt nicht, dass über dem Skandalski ich mit Diskretionski den Vorhang lasse Falski, denn unvermutet stand in der Tür Stroganow und aus dem Bett sprang der Liebhaber in hohem Burganow. Oi, 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 oi.
Antworte, Hundverfluchter, bis ich bis drei zähle. Nahmst du nur ihren Körper oder nahmst du auch ihre Seele? Und hätte er gesagt, nur den Körper, Väterchen, wäre nicht passiert, was jetzt passiert ist, Väterchen, Schmuschkinow. Oi, 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 oi. Tags darauf sitzt Stroganow im Kaffeehaus. Wo sonst? Und es fragen ihn die Freunde, was war los bei dir in Omsk? Man hat dich schreien gehört bis Imsk. Einer sagt sogar bis Omsk. Und man spricht, dass deine Schuschka hat gemacht mit deinem Freund ein bisschen Schmuschka. Bisschen hätte ich noch verziehen, das ist russisch, echt russisch. Aber die Vertraulichkeit geht zu weit, tut mir leid. Hey, da Wirt, bring mir ein Filet, aber roh, Größe so. Und dazu ein großes Messer, kann ich zeigen meinen Freunden besser mit Messer, was ich gemacht mit Schmuschkina. Und mit dem Messer, hei, juche, stich Stroganow in das Filet. Und kreuz und quer und hin und her, sieht gar nicht wie Filet aus mehr. Ohne Lücke haut er es in tausend Stücke voller Wut. Ist das gut? Das ist gut. Und so echt russisch, hei, hei. Kein Ballett jetzt, kein Ballett jetzt. Stört Erzählung kolossal. Nein, ich will hier kein Ballett jetzt. Himmel, Sakrament, nochmal. Stroganow winkt gnädig jetzt den Küchenchef zu sich. Hier, mein Freund, mit Dank zurück, das geborgte Lendenstück, das im Zweikampf wie ein Held den Ehebrecher dargestellt. Aber jetzt trag's in die Küche, du kannst gut sehen, Väterchen, ich kann kein Blut sehen. Koch in Tränen schreit, oh je, wer wird essen das Haschi? Ist zerhackter Schmutzkinow, aber kein Filet. Ganz zerstickelt liegt's im Topf, Küchenbub mit rotem Kopf. Fragt, was soll damit geschehen? Was soll ich hineintun noch, Väterchen Koch? Von mir aus, was du willst, tu rein, frisst doch kein Schwein. Ob saure Sahne, Zwiebelring, ob Paprika, ob Pfefferling. Doch als man's auf das Feuer tut, jeder fragt, was riecht so gut? Alle Gäste kosten, reiben sich den Bauch. Will ich auch, tu mir eins schmoren. So wurde Glanzstück von Zuppe, wurde Grestes Frikassee, wurde Stroganow-Filet geboren. Herr Holländer, Sie haben ein Buch geschrieben, ein autobiografisches Buch, von Kopf bis Fuß. Es beschreibt, der Untertitel sagt es, Ihr Leben mit Text und Musik. Und in einem Kapitel erzählen Sie die Geschichte Ihrer Emigration, Ihrer Flucht aus dem Berlin 1933. Würden Sie uns davon etwas lesen? Bahnhof Friedrichstraße. Gleich deinem kribbelnden Ameisenhaufen. Alle tragen etwas, was schwerer ist als sie, sinnlos in alle Richtungen laufend. Die Angekommenen, die Fortfahrenden, die Taschendiebe, Kinder, die sich von Müttern losgerissen haben, heiße Würstchenverkäufer, Münder mit vorgehaltenen Lautsprechern, die verzerrte Ankündigungen bellen, Nazis immer zwei und zwei in Uniformen, denen man ansieht, dass sie nagelneu sind, soeben geliefert, schon auf Regierungskosten. Die Nähte krachen, die Schaftstiefel tragen noch Fabrikglanz. Da und dort kleine Ruheinseln, Menschen zwischen zwei Zügen auf Bänken eingenickt, die schlafenden Finger in die Tragbügel ihrer Reisetaschen verkrampft. Dazwischen die Statisten der Bahnhöfe, die Herumlungerer, Strichjungen in dezentem Angebot, verschlafene Freudenspenderinnen, immer bereit, Berlin zu zeigen oder Wartezeiten zu verkürzen. Vor den zwei einzigen geöffneten Fahrkartenschaltern stehen Schlangen. Will jeder fort? Der große Bahnhofsuhrzeiger ruckt die Sekunden, 11.58 Uhr. Die Frau vor mir, welches fahles, verstörtes Gesicht hält sie eben die eben erstandene Fahrkarte für einen Moment ratlos vor sich hin. Sie weiß nicht, wohin damit, hat alle Hände voll. Ich helfe ihr, das Wechselgeld in die Handtasche zu schaufeln. Zwei kleine Verzweiflungstränen laufen ihr die Wangen herunter. Man sieht, sie ist es nicht gewohnt, diese Dinge allein zu tun. Da war immer einer, der sie ihr abnahm. Wo ist der heute? Wo ist der jetzt? Warum steht sie hier allein? Allein in einem Bahnhof die tiefste Einsamkeit. Hedi steht zwei Schritte nahe, die beiden Handtaschen neben sich am Boden. Die Frau hat den Schalter verlassen. Sie sind dran, machen Sie doch, machen Sie doch. Wann geht der nächste Zug, frage ich. Wohin, fragt er am Fenster. Das ist egal. Der Beamte schickt mir einen Blick von der Seite. Sie müssen doch wissen, wohin. Ich möchte genau dahin, wohin der nächste Zug geht. Ein zweiter Blick. Die gibt's, das sind arme Irre, sagt der Blick. Sorgen Sie sich nicht, es wird schon passen, beruhige ich ihn. Der Beamte mit einem dritten Blick, diesmal auf die Bahnhofsuhr. In 8 Minuten nach Paris.
Ich mit hörbarem Aufatmen. Sehen Sie, es stimmt, ich wollte nach Paris. Hätten Sie auch gleich sagen können. Zwei Erster bitte. Haben Sie noch Schlafwagen? Der Beamte greift sich einen Ausfüllzettel. Name? Ich weiß, ich flüstere ein bisschen. Ich verstehe Sie nicht. Ich bringe meinen Mund etwas näher an die ausgesparte Sprechspalte im Glas. Mit Frau will er wissen? Noch 6 Minuten. Wir rennen den Bahnsteig entlang. Der Dampf der großen Lokomotive nebelt uns ein. Halte dich dicht bei mir, rufe ich zurück und laufe. Sollen 2 kleine Handtaschen zu schwer sein? Verlier mich nicht, ruft's hinter mir. Hier Schlafwagen Erster, wieder Dampf von unter den Rädern her. Ein ohrenbetäubendes Zischen, eine weiße Rauchschwade trennt uns für eine Sekunde. Bist du da, schreien wir gleichzeitig. Die herabgeklappte Eisentreppe wird sichtbar. Ich weise meinen Schein vor, der Kontrolleur vergleicht mit seinem Buch, kreuzt ein Abteil durch. Nummer 3 und 4, sagt er, 2 Finger an der Dienstmütze. Die Betten sind schon gemacht. Ich versuche ihm einen Geldschein in die Hand zu drücken. Er sagt, wir dürfen das nicht nehmen. Jetzt stehen wir vor dem Abteil, er rollt die Tür auf. Ich versuche es noch einmal, er blickt auf den Schein mit etwas aus Gier und Verachtung gemischtem. Ihre Pässe bitte. Ich krame die Pässe aus der Tasche, einen englischen und einen deutschen, halte sie ihm hin. Er blättert. Meine Hand ist noch ausgestreckt, um sie wieder in Empfang zu nehmen. Er steckt die Pässe in die Tasche. Wünschen Sie noch etwas? Ich meine zum Trinken, Kaffee oder Wein, wir haben auch Tee. Meine Pässe kriegen Sie morgen früh wieder. Der Zug pfeift durch Mark und Bein, die Räder setzen sich langsam in Bewegung. Nun sitzen wir wie gelähmt, stumpf vor den Kopf geschlagen, aber mit keinem Gedanken an Schlafengehen auf dem unteren Bett. Die Wolldecke mit dem weißen Leintuch liegt zurückgeschlagen im gleichschenklichen Winkel wie ein Briefkuvert. Eilbrief ins Ausland. Ratternde Schutzhülle für eine Nacht. Die roten Blinksignale der kleinen Stationen fliegen am Fenster vorbei. Vorortlichter schießen aus dem Dunkel, Ortsschilder vorüberwischend unlesbar. Felde West, Felde Ost, Felder, schon nicht mehr Berlin, aber klingen noch deutsch, noch nach Heimat. Heimat, dass ich nicht lache. Heimat, die dich so zu lang im Hals gehabt und nun ausgespien hat. Wir denken beide das Gleiche, brauchen keine Worte zum Reden. Wo sind unsere Pässe hingewandert? Stückweise wird uns eins nach dem anderen abgenommen. Wir zerfallen in lauter Einzelteile. Was wird noch alles am Wege bleiben? Irgendwo haben wir Eltern liegen gelassen, Bücher, Zukunft, Geld, eine Katze, Freunde, Schallplatten, Kleidungsstücke, Nagelfeilen, Elfenbein-Buddhas, kleine Kostbarkeiten. Die Zukunft ist schon Vergangenheit. Was für unfruchtbares Zeug. Sind das Gedanken für eine Eisenbahnabteil erster Klasse? Für das Aufatmen, das nun einsetzen sollte, für eine Reise in die Zukunft? Aber gerade für sie. Denn auch sie ist im Schoße der Ewigkeit bereits Vergangenheit. Sie weiß es nur noch nicht. Das sind aber wirklich Gespinste, aus einem transhaften Zustand geboren, aus der Hypnose der vorbeisausenden Lichter wahrscheinlich. Wie lange hat man sich denn schon wieder diesen düsteren Spinnereien hingegeben? Eine Sekunde? Denn eben hat doch Hedi gesagt, bestellen wir doch etwas Tee oder Kaffee. Dann können wir den Schaffner so nebenbei fragen, warum er unsere Namen wissen wollte, die er sowieso im Pass nachsehen kann. Eine gute Idee. Vielleicht wird er lächeln. Wenn er lächelt, ist alles gut. Vielleicht wird er sagen, neue Verordnungen, immer wieder neuer Papierkram. Vielleicht wird er sich sogar dann die 5-mal geknifte Banknote in die Rocktasche stecken lassen. Dürfen wir nicht. Trinkt ein Glas Wein mit. Es ist ja kalt draußen. Sagt auf ihr Wohl. Erzählt ein wenig von seiner Familie, den 2 Buben, der Frau, die ihn nur 3-mal die Woche nachts neben sich hat. Ach ja, der Dienst. Leicht hat man's nicht als Schlafwagenkontrolleur. Ich läute. Der Schaffner kommt fast sofort. Eine Flasche Mosel, 3 Gläser, sage ich. Ich merke erst jetzt, dass sein Mund seitlich heruntergezogen ist. Er bekommt dazu etwas, davon etwas Hämisches, das nicht verschwindet, wenn es verbraucht ist. Es bleibt, auch in der Verrichtung des rein Dienstlichen, beim Wiederherstellen oder Niederstellen der Flasche und der Gläser, beim Kassieren. Ist es eine kleine Nebenleistung, speziell für uns geprägt, oder eine Verunstaltung? Ein Geburtsfehler, ein Unfall? Trinken Sie doch ein Glas mit auf gute Fahrt zum Beispiel. Auf keine Entgleisung. Haha. Das dürfen wir nicht nehmen, sagt er mit dem heruntergezogenen Mund. Unsinn, sage ich gutmütig, aber das hätte ich nicht tun sollen.
Sie geben mir meine Stellung auch nicht wieder, wenn was passiert ist. Ist jetzt alles viel strenger als früher, seit gestern. Oh. Um wie viel Uhr kommen wir an die Grenze? Er schaut auf die Dienstuhr. Wird Verspätung haben. Sind schon mit Verspätung abgefahren. War so ein Zwischenfall am Bahnsteig. Prost auf Ihre Frau und die Kinder. Ich bin nicht verheiratet. Pause. Was gab's denn am Bahnsteig? Ach, eine Verhaftung, wollte einer entwischen. Schnell einen Schluck Wein. Wollen Sie nicht doch ein Gläschen? Dürfen wir. Was denn für eine Verhaftung? Bankkassierer wollte durchbrennen mit 40.000, aber wir sind ja nicht faul, wir kriegen ja die Scheckbriefe. Ist das der Grund, aus dem Sie nach unserem Namen gefragt haben? Sie dachten vielleicht, ich bin der Bankkassierer. Wieso? Ach so, nee, mit dem haben Sie ja wohl nichts zu tun. Danke, ich sehe ja wohl auch nicht gerade wie ein Bankkassierer aus. Nee, das weniger. Warum dann also? Ach, die wollten das wissen. Wer die? Bahnpolizei. Ich muss jetzt aber gehen, Sie wissen ja die Vorschriften. Neues Reglement, neue Vorschriften, so ist das. Na denn, gute Nacht. Die Tür rollt zu. Na dann, gute Nacht. Wir haben es nicht geschafft, Heli. Wir haben es nicht geschafft. Wir sitzen in der Falle. Wir können nicht aussteigen. Sie sind schneller als wir. Es kann also jeden Moment... Wir müssen überlegen, wir müssen einen Plan machen. Du musst einen Plan haben für den Fall, dass nur ich... Dir können sie ja nichts anhaben, du bist Vollarierin, du hast auch keine politischen Lieder gesungen. Du bist sauber, du wirst frei sein, kannst dich mit Fremden und Freunden in Verbindung setzen, die heute Einfluss haben. Mit deren Hilfe wirst du mich finden, vielleicht retten. Nimm einen Bleistift, nimm Papier, lass uns Namen notieren. Vollmöller sagt sie, sehr gut, einwandfrei. Alter Adel, ihr Bleistift fliegt übers Papier. Weiter. Von Vollmöller, von Meiring, von, lass uns erstmal alle Fonts hinschreiben, von Ike, Toni, die von Elben Sisters. Es ist nicht, ist ja nicht gut, es ist ja nicht gut. Die haben ja alle ein Brandzeichen vom Tingeltal, verjudet, Anti-Nazi, gekennzeichnet, die sind ja nicht gut. Jannings schreib hin, Jannings ist gut, der wird mit dem Bonzen ganz dick sein. Auf ihn können Sie nicht verzichten, wird Staatsschauspieler werden, schreib hin Jannings. Von Unruh, der Dichter, aber auf alter Offiziersgeschlecht, fraglich nur, ob Sie mit den Offizieren paktieren werden. Man muss es versuchen, man muss alles versuchen, es klopft. Steck den Zettel weg. Nein, das war nebenan. Weiter, schnell, schreib hin Werner Kraus. Heli blickt einen Moment auf. Sollten wir nicht vielleicht denken, dass alle die, welche wir hier so fleißig notieren, überspringen könnten? Du siehst zu schwarz, wir haben Freunde. Gestern, sagt Heli, gestern hatten wir Freunde. Sie sieht so müde aus. So abgefallen. Strecken wir uns einen Moment aus, schlage ich vor. Auf den Rücken, beide in einem Bett. Wir können auch so nachdenken. Aber wir täuschten uns. Vor völliger Ermattung schliefen wir ein. Der Zug ruckt, faucht, wird langsam, noch langsamer, steht. Lautes Stimmengewirr da draußen, Unverständliches, Ausrufe, Warnungen, Weinen, Kindergeschrei. Ein Unglück, freies Feld, Station, wo sind wir? Darf ich den braunen Fenstervorhang ganz wenig, nur an der Seite, nur einen Millimeter lüpfen? Ganz weiße Sonne, geradeswegs in die Augen, blendet alles weg. Rasch zu den Vorhang. Dann noch einmal vorsichtig, ganz vorsichtig. Wieder knallt die Sonne, aber halte Stand. Versuche etwas zu erkennen. Bahnsteig, viele Menschen. Getauter Schnee auf dem Boden. Gibt's kein Schild mit einer Aufschrift? Doch, dort links. Streng dich an. Es steht sehr seitlich. Aber du solltest es lesen können. Es ist ja nicht so weit entfernt. Gleich neben einem zweiten Schild. Kannst du das zweite lesen? Nein. Versuche noch einmal das erste. Dames steht drauf. Hat sich einer vermalt. Damen muss das heißen. Dann fällt plötzlich der Magen eine ganze Etage herunter. Dames, Dame, es ist Französisch. Schreie!
Brille hebe den Schlaf aus den Augen. Jetzt versuche das zweite Schild. L-I-E-G-E. Liège. Lüttich. Belgien. Wir sind über die Grenze. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Dort steht ein Zigarettenverkäufer mit Camel-Zigaretten. Aussteigen. Camel-Zigaretten kaufen. 754 Päckchen Camel. Wie lange waren Sie in Paris, Herr Holländer? Ach Gott, das sind sicher ein paar Monate gewesen, bis ich dann also dieses über Umwege, dieses Angebot bekam, nach Hollywood zu kommen. Und Sie sind dann von Paris? Da bin ich nochmal nach England gegangen, denn da musste ich hin, um Papiere und so weiter zu holen. Und bin auch dann von England aus mit dem Schiff bezahlterweise. Nicht immer ist alles bezahlterweise. Rübergefahren und in einen Vertrag, der war nur ein Optionsvertrag, war nur für 3 Monate. Ich dachte, ich werde schon gut machen. Ich habe dann gar nicht gut gemacht. Die 3 Monate waren auch vorüber und die Option wurde nicht aufgenommen. Oh, das ist eine andere Geschichte. Nun war das nicht Ihre erste Amerika-Reise. Sie waren ja als Junge schon mal dort. Wir gingen 1912 nach Amerika. Mein Vater nahm mich mit. Es war ein großes Erlebnis für mich. Man erkannte ihn daran, dass er immer sagte, wenn er sich vorstellte oder vorgestellt wurde, wie zum Beispiel Al Jolson, der berühmte Negerdarsteller. Al Jolson, mein Vater, verneigte sich und sagte Schaukellied. Das war so die Marke, nicht wahr? Ihr Vater, Victor Holländer, hat aber neben diesem Schaukellied einen auch heute noch sehr bekannten Schlager geschrieben, Die Kirschen in Nachbarsgarten. Ganz richtig, ja. Aus welcher Revue war das? Oh weh. Auf ins Metropol, glaube ich, hieß das. Auf ins Metropol. Kann auch sein, der Teufel lacht dazu. Ich weiß nicht, ich war noch ein Kind. Mhm. Sie waren natürlich als Kind sicher immer mit dabei im Theater? Ja, sogar, also oft nicht im Theater, sondern vielleicht zu Generalproben, wo dann auch der Polizeipräsident da war, um aufzupassen, dass auch nichts, also von wegen Busen und so, das durfte ja nun nicht gesagt und so weiter. War eine andere Zeit, nicht? Und wo also der Direktor des Theaters, ein großartiger Kerl, so wie ich mich erinnere, immer diesen abgelenkt hat, diesen Polizeipräsident, gerade wusste ja, wo die Pointen kommen, und sagt, übrigens wollte ich Ihnen was sagen, der Polizeipräsident war schon vorüber. Nicht? Und so machte es mein Vater im Kleinen mit mir, wenn also irgendetwas Merkwürdiges kam, gerade das, was ich hören wollte, und ich war schon, die Ohren waren schon so gespitzt, hat er gesagt, hör mal zu, was ich überhaupt sagen wollte. Wenn du morgen zur Schule gehst, und schon war das Ding vorbei. Und sie haben mir gesagt, eine Gemeinheit, einfach eine Gemeinheit. Also insofern war ich doch beim Theater und doch nicht beim Theater, wie sie es nennen wollen. Aber ich habe diesen gewissen Duft gleichzeitig mitbekommen. Sehen Sie, das war aber noch eine Zeit, wenn ich das noch schnell anfügen darf, in der die Schlagertexte von solcher Erlesenheit waren. Also, dass sie nicht mehr erlesen sind, das brauchen wir gar nicht mehr zu erwähnen, dass sie nicht erlesen sind. Sie waren durch diesen Mann, der diese ganzen Texte für meinen Vater geschrieben hat, auf einen Platz gestellt, den diese Schlager nie wieder erreicht haben. Gerade die Kirschen im Nachbarsgarten, die Abwandlung dieses Gedankens der Kirschen im Nachbarsgarten, die also zu viel zu süß und zu rot sind und erst als wirkliche Kirschen, dann die erste junge Liebe, dann das Verheiratetsein im dritten Vers, dass er scheut, der Vortragende, und sagt, ich weiß zu genau, was mir droht, die Kirschen im Nachbarsgarten, sie sind viel zu süß und zu rot. Diese Art der Abwandlung ist so fein, von solcher Finesse und von solcher Poesie. Das gibt's heute nicht mehr, ist vorbei. Sie waren Schüler von Humperdinck. Wie kamen Sie zu ihm? Ja, das war 1913, ganz genau. Und zwar, ich hatte zu der Zeit schon Lieder geschrieben, ernste Lieder, wissen Sie? Ich dachte ja, ich würde mal ein Richard Strauss werden. Ich fürchterlich getäuscht. Aber man kann es ja versuchen. Und da eines Tages bin ich, statt zum gewöhnlichen Klavierunterricht zu gehen, ich war so blutjung wirklich, einfach habe ich die geschwänzt
und bin hinterm Rücken meiner Eltern in die Akademie für Musik gegangen, weil ich diesen von mir vergötterten Humperdinck doch mal kennenlernen wollte und ihm eventuell, wenn es gelänge, ihm eins dieser Lieder vorspielen, nach einem Text von Hugo von Hofmannsthal, vor Frühling. Und wirklich wurde ich eingelassen. Und die ganzen Schüler saßen ringsum. Ich fühlte mich gar nicht sehr wohl. Und er sagte, wie heißen Sie? Ich sagte meinen Namen. Da sagte er, dann spielen Sie mal. Und das war ein furchtbarer Moment für mich vor dem großen Humperdinck. Und ich tat es also auch und spielte und sang ihm das vor. Und während ich das tat, habe ich immer nur gedacht, das ist ja viel zu lang, dieses Lied ist ja so lang. Immerfort weht der Frühlingswind und noch einmal weht er und noch mal durch die kahlen Alleen und durch die Ehrenfelder. Und das kann ja nicht gut gehen, es findet ja keinen Schluss. Und endlich kommt es zum Schluss mit einem sehr hohen Ton und einem Nachspiel, das wieder nicht enden wollte. Noch ein Schnörkel und noch ein Schnörkel und noch ein Schnörkel und es war aus. Eisiges Schweigen. Auch von den Schülern. Mit einmal drehte sich Humperdinck zu mir um. Märchenvater mit dem Bärtchen sah aus wie aus einem Wald entstiegen und sagte nur ein Wort, Fritzchen. Und dieses Etikett hat er dann immer wieder benutzt. Dann fingen auch die Schüler an zu applaudieren, als der Meister gesprochen hatte. Kurzum, es resultierte in einem Diplom, in einem Stipendium, in einem Ehrenstipendium als Akademie-Meisterschüler bei Humperdinck. Ich war nicht schlecht stolz darauf, als dieses Diplom ankam mit Goldbuchstaben, aber echten Gold, so richtig mit Blättergold und so, und das meinen Eltern zeigen konnte, und dann begann die schöne Humperdinck-Zeit. Ihr erstes Engagement als Musiker bekamen Sie in Prag am Theater. Ah ja, 1915. Ja, was wollen Sie darüber wissen? Erstens mal, wie ich hinkam. Ich war ein böser Bub sozusagen in der Zeit. Ich trug Ringe, wissen Sie. Ich war ja noch sehr jung. So falsche Brillantringe, wissen Sie. Zum Ärger meines Onkels Felix Holländer, der sagte, du verluderst und es wird aus dir nichts. Und ich nahm meinen Eltern Silbersachen weg und verramschte die, um auszugehen mit Mädchen. Ich war unverbesserlich. Ich war wirklich verludert. Und da hat mein Onkel gesagt, das muss ich hin. Ich kenne den Direktor da, einen Intendanten da im Park. Ich sehe mal, dass er da hinkommt. Hab zu meinem Vater gesagt. Da wurde ich verfrachtet nach Prag und fuhr weg, nicht ohne meine damalige Freundin mitzunehmen. Die war auch nur 13, wissen Sie. Und der Vater wusste nichts davon, mein Vater wusste nichts davon. Ich scherzte noch auf dem Bahnhof, wo meine Eltern mich hinbrachten. Sie saß schon längst in einem Coupé versteckt. Und da sagte mein Vater, also da kommst du dann an die Grenze. Und dann kannst du dir einen Kaffee bestellen. Da habe ich gesagt, frech wie ich war, ich werde mir sogar zwei Kaffee bestellen. Denn nur ich wusste, für wen der zweite ist, nicht wahr? Und die nahm ich also mit nach Prag und habe es wirklich fertig gebracht, die ins Ballett zu bugsieren. Die hatte noch nie getanzt, aber sie wurde angenommen, sie sah sehr schön aus und so weiter. Aber das hatte doch ein jähes Ende. Der Vater dieses Mädchens also drohte mit der Polizei, was weiß ich, Entführung und Minderjährige. So einer war ich selber minderjährig. Und entschuldigen Sie, dass ich lache, aber es steigt alles so ein bisschen vor mir auf. Und ausgerechnet mein Vater kam dann, um sie abzuholen. Der also todsicher, wie ich meinen Vater kenne. Du vergibst mir natürlich, wir wissen ja, wie es gemeint ist, auf dem Rückweg sicher einmal mitgenascht hat, bevor er sie ablieferte. Dies zu Prag, da habe ich also so die ersten Sporen mir verdient, das Dirigieren gelernt und so weiter. Ich war ein Korrepetitor eigentlich, aber ich habe dann doch schon dirigieren dürfen. Und zusammen mit der Freundin machten wir ungefähr 100 Kronen im Monat. Davon ist nicht gut leben, nicht? Aber es ging eben doch, obwohl uns dieses ganze Geld einmal gestohlen wurde von den Kindern der Wirte, wo wir gewohnt haben, gestohlen worden, und da war so gar nichts mehr da. Aber es war trotzdem ganz lustig. In Erinnerung ist das alles schön. Prag.
gehst zu Prag. Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin. Ein richtiger Schlager, auch heute noch. Ja, ja, ja. Das war auch eine ganz schöne Sache. Das war bei Reinhardt, bei Max Reinhardt, in einem Stück von Unruh, das hieß Fair. Das ist also da hintereinander 100 Mal gelaufen, was fürs deutsche Theater etwas Unerhörtes war. Es ist wie ein Kammerspiel, es gibt es auch nicht, dass ein Stück 100 Mal, das war 100 Mal ausverkauft. Und gesungen wurde es und gebracht von Kurt Bois. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie wunderbar Kurt Bois ist, was er alles kann. Und er war eben herrlich. Und Reinhardt verliebte sich so in die Nummer, dass er jeden Aktschluss damit, immer wenn die Drehbühne ging und es langsam dunkel wurde, stand Kurt Bois da und sagte, guck, das nicht immer. Nachdem das kam also 10 Mal mindestens vor, was ja gut war für die Nummer. Nochmal 20er Jahre, 2 Namen, Walter Mehring und Marcellus Schiffer. 2 verschiedene Zeiten, ja. Walter Mehring ist Zeit Wilde Bühne, also noch in der sogenannten guten Zeit. Und Schiffer war schon also das Herannahen der grässlichen Dinge. Da, es sind also 2 verschiedene Zeiten, 2 verschiedene Perioden und 2 verschiedene Arten von Kabarett oder Revue. Die eine sehr stark politisch betont, die mit Walter Mehring, das war also Schall und Rauch, Max Reinhardt. Und die andere war schon viel mehr elegant, nicht? Spielte Marlene Dietrich drin oder Margot Lyon. Und sie war eben elegant, trotzdem mit Politik durchsetzt, ohne das ging es ja gar nicht. Aber es waren 2 sehr verschiedene Arten zu arbeiten und 2 sehr verschiedene Mitarbeiter. Nicht? Mehring kühl, kalt, zynisch, Marcellus Schiffer mit Monokel, sehr elegant im Aussehen, sehr elegant in der Sprechweise und im Behandeln solcher Kunstgattungen. Zeit Ihres Vaters und der Zeit der großen Berliner Metropolrevuen, Fritzi Massari. Ja, Fritzi Massari. Fritzi Massari war die Interpretin Nummer 1 all der großen Sachen, die mein Vater geschrieben hat. Also sie war das Mitglied jenes Metropoltheaters, das ich erwähnte, war also der Star. Und in unserem Haus ging sie ein und aus und schenkte mir, dem Jungen, Heranwachsenden, ein Bild, ziemlich dekoltiert, ein Foto, und schrieb drunter für meinen Friedel die Sünde von Berlin. Das war eins der Schlager natürlich, aber das ist komisch, das einem jungen Knaben zu schenken. Und wie das so ist, habe ich dann das fortgeführt mit der Massari. Ich habe nämlich auch für sie geschrieben, später. Nicht sehr viel, aber 2 Sachen, die sie doch wundervoll gebracht hat. Eins hieß, ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Und eins war für das Stück Nana, ein Stück von Bruno Frank. Und da sang sie auch meine Lieder. Und es ist ja ein bisschen selbst, ein bisschen komisch, nicht? Erst mit dem Vater große Erfolge gehabt, dann mit dem Sohn. Es ist selten, nicht? Ja. Dass sie gestorben ist, hat mir sehr weh getan, obwohl sie wirklich also ein reizendes Jugendalter von 90 erreicht hat. Sie hat morgens immer Sekt getrunken. Das hat natürlich, ich muss mir das auch mal angewöhnen, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Wir sprachen von Ihrem Chanson Spötterdämmerung. Sie haben es für eine der Revuen in der Kleinen Freiheit, also in den 50er Jahren, geschrieben. Das ist zu einer Zeit geschrieben, in der nur sehr wenige daran glaubten, dass die Zeit der Clowns, also die Spaßmacher, die Spötter, speziell die politischen Spötter, ausgespottet haben werden. Sie fingen in meinem Bewusstsein bereits an, aufzuhören. Aber es ist erst klar geworden, als man zum Beispiel in der deutschen Politik, als man bekam, was man wollte, nicht mehr hatte, was man angreifen konnte. Und nun in Verlegenheit kam und aus Not auch noch das angriff, was man wollte und bekommen hatte. Sehen Sie, nun wurde die ganze Sache so schief, dass man also es gar nicht mehr verstand. Und da wollte ich nicht mehr mitmachen, weil ich mir sagte, das ist eben schon forciertes Kabarett und das gibt es nicht, forciertes Kabarett. Kabarett muss einen Angriff haben. Entweder das muss gesellschaftskritisch sein oder sozialkritisch oder politisch kritisch, aber es muss eine Angriffsfläche haben. Ohne Angriffsfläche ist das Kabarett verloren.
Und die gab es gar nicht mehr. Oder es gibt jetzt Angriffsflächen, die schlecht ins Komische zu ziehen sind. Sieht man euch wieder Orden polieren, fällt einem auch das Lachen schwer. Denn der blanke Stern soll die Heldenbrust zieren und die Brust ist gar nicht komisch mehr. Kitzliche Sache, ein Löwenjunges zu necken, das man so lang aufs Ärmchen nahm. Auf einmal bleibt der Karlauer dir im Halse stecken. Mitten im Spiel merkst du plötzlich, ganz plötzlich, ganz plötzlich, es ist gar nicht zahm. Deine Bonbons beginnen zu rosten, es brenzeln die Wortspielereien in einer Welt der Mordspielereien. Gib uns nicht länger zu kosten deine munteren Späßchen über Westen und Osten. Später Dämmerung kommt mit leisen Schritten, keine Belämmerung ist mit Spaß zu kitten. Stopfe, stopfe du die Ulk-Trompete zu. Oh, du dummer Augustin, gib doch, dummer Augustin,